schönen guten Morgen zusammen. Ich habe schon wieder eine Box. Ich habe es ja gestern in einem anderen Video kurz angekündigt. Es ist keine Pro-Box. Es ist eine Überraschungsbox, eine Fischverliebt-Box. Die zweite, die ich schon bekommen habe. Danke nochmal dafür, Sebastian. Das Unboxing sollte schon viel früher online gehen. Aber leider hat ein Köder gefehlt. Der Lemmy hat da was vergessen. Trubel des Tages und so weiter und so fort. Aber egal, der ist jetzt da, hat er nachgeschickt. Echt vielen Dank dafür. Das ist eigentlich der coolste Köder. Naja, zwei Köder sind halt wirklich meine absoluten Highlights in der Box. Und die packen wir jetzt auch gemeinsam aus. Aber erstmal gibt es einen Liebesbrief. Nein, ein nettes Begleitschreiben vom Lemmy. Und ich lese es mal vor. So, also fangen wir mal an. Einen wunderschönen guten Tag. Wie du mir, so ich dir, oder wie heißt es doch so schön. Wie versprochen kommt hier die exklusive Lemmy-Box. Garantiert mit hochwertigen Ködern, die du in den Pro-Boxen noch nicht hattest. Zusätzlich habe ich dir noch was Feines hineingepackt. Dein Molix Tago Spintail. Das ist der, der nämlich gefehlt hatte. Deinen hast du ja wie so viele andere Köder bereits versenkt. Von mir bekommst du einen, der schon Wasser- und Raubfischzähne gesehen hat. Nichts zu danken, habe ich gern gemacht. Auf jeden Fall mega Dankeschön. Ich liebe Jigspinner. Und der von Molix, als der dann in den Untiefen des Mittellandkanals, so, Entschuldigung, verschwunden ist, dann, ja, war ich schon ein bisschen angefressen. Aber gut, jetzt habe ich ja einen neuen, andere Farbe als ich damals hatte, aber ich glaube, die ist noch ein bisschen cooler. Ganz unten in der Box verstecken sich noch ein paar hochwertige Markenartikel eines großen Online-Shops, den ich bereits getestet habe. Ich brauche die Sachen nicht, aber für dich zum Abreißen sollten sie reichen. Spaß. Hochwertig ist hier in Anführungszeichen geschrieben. Dann schauen wir gleich mal zusammen, was er damit meint. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Die Box, die hier vor dir liegt, beinhaltet zwei meiner Aufkleber mit neuem Logo. Ja, das ist auch gut so, denn in meiner MyFishing-Pro-Box waren die nicht drin. Das sind diese hier. Die meisten hatten sie wohl dabei. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Nächstes Mal reklamiere ich die Box. Sage ich euch gleich. Nein, Spaß. Viel Spaß damit, Lemmy. Ich habe es extra größer geschrieben. Du bist ja schon etwas älter. Ja, recht herzlichen Dank. Über das Alter reden wir nochmal. Dann bin ich lieber halb blind, als dass ich vergesslich werde, ne? Lieber Lemmy. Spaß am Rande. Bisschen Dismus sein. Und ja, also auf jeden Fall haben wir hier nochmal zwei weitere Aufkleber. Noch einen Fisch verliebt von dem neuen Logo. Die finden bestimmt einen schönen Platz hier irgendwo in Hannover. Und dann nochmal der alte von seinem alten Intro. Den finde ich auch ganz schick, weil ich finde die Farben ganz cool. Vielleicht sollte man mal gucken, dass man in der Farbkombination einen Köder irgendwie hinkriegt. So, okay, dann starten wir mal. Und zwar, wie machen wir es denn? Also fangen wir einmal an mit dem 7x7 Steilvorfach mit zwei Drillingen von Angelberger. Das sind, ja, braucht man, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Größe 1, Tragkraft 12 Kilo. Inhalt 1. Ach, das ist ein Doppelsystem. Ah ja, okay. Wahrscheinlich schön zum Deadbait-Fischen. Ja, okay. Hatte ich irgendwann mal vor. Ich bin jetzt nicht der klassische Hecht-Typ. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber klar, warum nicht irgendwann mal, wenn man Ansitz irgendwo auf Hecht, dann ist das System sicherlich ganz cool. Dann haben wir hier noch zwei Drillinge in 2.0 Luminus mit Fransen aus Silikon. Drei Stück sogar. Drei Stück. Silikon macht das schon. Ich weiß jetzt nicht genau, ist das aus der Meeresangelei oder für die Hechtangelei, dass man so einen kleinen Zusatzreiz nochmal setzen kann. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin da, was das angeht, nicht absolut auf dem Laufenden. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass man mit diesen Silikonschläuchen hier nochmal so einen kleinen Zusatzreiz setzen kann. Vielleicht auch am Stinger oder so. Ja, why not? Kann man immer mal gebrauchen. Dann geht's weiter mit Mikado. Explode Stahlspitzen, also Stahlvorfächer, kurze. 25 cm, das finde ich auf jeden Fall sinnvoll da, wo man mit Hecht zu rechnen hat, aber man eigentlich auf Barsch unterwegs ist oder Zander oder was auch immer.
man aber nicht komplett so ein Schleifvorfach nehmen möchte, sondern eine kleine Spitze, um zur absoluten Sicherheit den Köder und den Fisch nicht zu gefährden. Das finde ich echt cool. Sollte man immer in der Box liegen haben oder sich selber binden. Da hat der Lemmy ja eine coole Unboxing-Folge gedreht mit der Vorfachbox von Predax, von My Fishing Box. Und da ist alles drin, was man dafür braucht. So, dann geht's weiter. Ein paar Abschlepphaken. Fast jedenfalls. Giant Sea Snap Swivels in der Größe 3.0 mit 50 Kilo Tragkraft. Die sind wirklich riesengroß. Bestimmt auch gut geeignet, wenn man mal echt große Köder wirft oder schleppt, Fecht und so weiter. Ja. Also gerade so Terminal Tackle kann man ja eigentlich nie genug haben, finde ich. Also von daher, coole Sache. Norwegen Flagge ist noch drauf. Also ist ganz klar, wo die Reise hingeht für diese Wirbel. Oder wofür sie gedacht sind. Große Fische, große Köder. Und das ist auf jeden Fall ein großer, Junge, Junge. Cool. Nochmal was von Wild Devil Baits. Ein paar Snaps in XL mit 30 Kilo Tragkraft, 10 Stück. Sind so schöne schwarze, unauffällige. Manchmal sind die ja so silbrig. Da bin ich dann mal gespannt, ob hier auch diese Pulverbeschichtung oder wie auch immer das aufgetragen ist, dann wegplatzt und die dann irgendwann auch blank sind. Passiert nämlich relativ häufig. Aber Snaps sind immer gut und auch die Größe scheint vernünftig zu sein. Muss jetzt noch die Qualität stimmen. So, dann ein paar Twister von Mikado in Fluo Gelb oder wie heißt die Farbe denn hier? Steht gar nicht drauf? Ne, steht nicht drauf. Auf jeden Fall wahrscheinlich stark UV-aktiv. Finde ich immer ganz cool. Kann man sehr gut mal benutzen, wenn man mal so einen Twister, so einen, Quatsch, einen Spinner so ein bisschen pimpen möchte. Noch einen Zusatzreiz hinten dran. Ich habe da so ein, zwei Spinner in der Box mit dem Einzelhaken. Wenn das mal alleine nicht klappt, was selten ist bei Metall, dann kann man hier vielleicht nochmal das letzte Quäntchen dran hängen und dann klappt es vielleicht auch. So, dann, was haben wir denn da? Genau, das kennen wir schon. Abu Garcia Beast Instant Spinnerbait Kit hatte ich in der Augustbox auch drin. War aber auch in der Raubfischbox drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die größere Version ist. Finde ich auf jeden Fall immer noch super interessant. Solche Systeme, um einfach einen normalen Gummifisch ein bisschen aufzuwerten, um das dann zum Beispiel hier, wie bei dem Cannibal Kit, da ist es aufeinander abgestimmt mit einem 10 Gramm Jigkopf und auch so einem kleinen Spinnerbait nochmal so ein bisschen aufzupimpen. Habe ich jetzt selber noch nie gefischt. Auch die aus der Augustbox habe ich noch nicht dran gemacht. Das wird sicherlich irgendwann folgen. Und ich glaube, das kann echt sehr gut funktionieren. So, dann kommen wir nochmal zu Fish Up, der Whistle Shad. Den finde ich sehr cool. In der Farbe Bluegill. Ich hatte den in Watermelon irgendwas. Auch in 3 Inch. Mache ich nicht auf. Fish Up ist pervers, was den Geruch angeht. Klappt aber. Funktionieren ziemlich gut. Und er fängt halt recht. Also von daher, diese geflavorten Gummis würde ich auch nie auspacken und in die Box legen. Die bleiben immer in der Tüte. Also das mal auch so als kleiner Tipp für euch. Wer es nicht so macht und die immer auspackt, in die Boxen packt, tut es nicht mit diesen geflavorten. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Dafür sind die Tüten perfekt geeignet. Also immer schön drin lassen. Dann ist er da, der kleine Molix Tabu Spintail. Coole Farbe, wie ich finde. Jetzt weiß ich leider nicht, wie die hieß. Kann ich ja nochmal gucken, ob das der Lemmy in seinem Video damals erwähnt hat. Hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gesehen. Das sieht man hier. Fehlt ein bisschen Farbe. Wahrscheinlich ein paar Einschläge von, ich weiß nicht, ob Pech draufgegangen ist oder so. Auf jeden Fall sind diese Jigspinner, die von Molix, die von Spinmat und noch ein paar andere, absolute Granaten. Also wirklich immer ein Versuch wert. Die habe ich immer mit dabei. Ist der perfekte Searchbait für mich und du kannst die Dinger unendlich weit werfen. Naja, unendlich nicht, aber die fliegen schon extrem weit, auch bei starkem Wind, durch diese kleine, kompakte, schwere Form, wenig Widerstand in der Luft und so weiter.
immer eine Waffe. Ja? Also sollte absolut in jede Köderbox. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht gerne mit Metallködern fischt, was mir unbegreiflich wäre, aber solche Dinger müssen sein. So, dann das eigentliche Highlight für mich in dieser Box, und da bin ich dir echt mega dankbar für, dass du mir den eingepackt hast, denn da war ich letzten Monat super neidisch drauf. In der UL-Box war der, glaube ich, drin. Von Molix, der kleine FC45 Finesse Crankbait in dieser ultra geilen Farbe. Die erinnert so ein bisschen an, ja, in Deutschland sagen wir immer ganz gerne Uli Bayer Spezial. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mann diese Farbe erfunden hat oder salonfähig gemacht hat, aber sie fängt unheimlich gut. Und ich finde diese Farbe einfach, dieses Neongelb, roter Akzent hier unten und dieses bläuliche hier oben, mega geil. Kleine Rasseln sind drin. Der wiegt, hat ein Gewicht hier mit drauf. Nö. Ach doch, hier vorne. 5 Gramm, 4,5 cm lang und läuft in einer Maximaltiefe von 2 Metern. Ja, also ich finde der Molix Hardbaits echt geil. Weil sie nicht immer aussehen wie irgendwelche anderen Köder, die andere schon haben. Also einfach nur drauf gelabelt. Was ja erstmal nicht so schlimm ist pauschal, aber die machen sich hier nochmal ein paar Gedanken, habe ich zumindest das Gefühl. Also sehr, sehr geiler Hardbait, danke dafür. Und das war die zweite Überraschungsbox vom lieben Lenny. Immer wieder ein Genuss. Vor allem ist es immer ganz cool, wenn man so Sachen findet, die man aus seinen Videos kennt. Und wer den Lemmy jetzt tatsächlich nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann von meinen Followern, dem blende ich hier oben irgendwo nochmal seinen Kanal ein. Dann klickt da mal rüber. Der macht schon ganz schön lange Unboxings für MyFishingBox unter anderem. Also ist ein Großteil. Content ist von MyFishingBox, ich glaube 2017 oder so. Und da sind richtig coole Sachen dabei. Und da kann man auch sehr geil sehen, wie sich MyFishingBox in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, von den Ködern, die Füllmenge der Boxen, die verschiedenen Adventskalender und. Also lohnt sich unbedingt, wenn man mal wirklich Langeweile hat und einen kleinen, ja, Unboxing-Marathon starten möchte. Der besucht den Lemmy und hat Spaß dabei. Grüße gehen an dich raus. Sobald ich wieder was für dich habe, schicke ich es dir natürlich. Und dann würde ich sagen, bleib gesund, mein Lieber. Und wir lesen uns demnächst, und alle anderen, Abo da lassen, Glocke nicht vergessen, und wenn ihr fleißig seid und bald die 50 voll sind, wie gesagt, ich kann es nur in jedem Video sagen, packe ich euch auch so eine Box zusammen aus meinem Sammelsurium von MyFishingBox und Co. Also Großteil MyFishingBox Sachen, und das wird nicht so wenig sein. Also haut in die Tasten und macht meinen Kanal größer und lebendig. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.